Und willkommen zu Folge 116. So, jetzt haben wir gerade beim letzten Male hier so langsam die Leitung verlegt. Ich brauche jetzt nämlich noch ein paar volle Blöcke, damit ich es ein bisschen auskleiden kann. An diesen Stellen hier brauche ich noch ein paar Leitungen und dann würden die beiden schon mal Strom beziehen von der Lavaquelle her gesehen. Dann nimmt das nämlich so langsam Fahrt alles an. Ah, hier kann ich nichts anschießen. Aber hier. Warte mal, einen Moment. So, so, so. Können die Dinger doch erstmal loswerden hier. Hier noch, da noch. Das ist also okay. Genau. Da kommen ja noch ein paar Laser hin, die Energie beziehen wollen, aber jetzt sollen sie erstmal hier das hier alles mit Energie voll pumpen und ich gehe dann immer eben nach oben. Hol mir ein paar restliche Kabel. 25, danke. Und dann wird das jetzt auch noch verbunden hier. Das passt. Jetzt habe ich aber kein Holz mehr. Eieiei. Als nächstes wird dann noch eine Leitung nach oben geschmissen, wo ich dann hier zum Beispiel so die Sachen kann wie Magma Crucible oder sowas noch dran schmeißen könnte. Da soll ja alles fertig werden. Kann ich jetzt die Stufen hier wieder verbinden? Glaube nicht, oder? Eieieiei. Was mache ich denn damit? Ach, werde ich schon irgendwie los. Gut, das läuft, das läuft. Und zwar jetzt noch Holz dazwischen und gut ist. Das läuft, oben läuft's. Hier bezieht er aber noch keine Energie. Genau, hier bezieht er noch null Energie. Die müsste ich jetzt einerseits hiervon holen. Welcher ist denn der schnellste alternative Weg? Am besten hier neben, ne? Aber wäre auch blöde. Deswegen. Ah, hier ist auch blöd. Die Wege sind gerade ein bisschen blöd, deswegen. Hier wäre jetzt Wassereinfall. Tür, du musst mal gerade weichen. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich dich langziehe. Ah, wir machen das jetzt hier so. Ganz unverfroren und undramatisch. So. Wäre ja kein Problem. Vielleicht habe ich noch 23. Sollte ich vielleicht mit auskommen. Vorsichtshalber mal hier zumachen. Oh, aber so. Sieht ja sowieso keiner. Außer wir jetzt. Später machen wir es dann wieder richtig zu und dann passt das schon. So, hier kommt nicht auch noch ein Pufferteil hin. Und dann ist das okay. Wo die Puffer ein kann, eigentlich hier zwischen. Dann kann ich hier zumachen. Und die Tür wird vielleicht jetzt. Genau, die Tür kommt jetzt hier hin. Zack. Kommt eine Fackel vielleicht rein. Kommt da vorne auch noch eine Puff ein, hat habe ich jetzt nämlich keine mit, ne? Nein, 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 nein. Und so nimmt das dann so langsam, aber sicher alles Fahrt an. Dann läuft das System nämlich, da läuft da oben das System, das wird jetzt ruckzuck laufen alles. Oh, ich brauche noch mehr Zellen davon. Na ne, zwei sind dann oben. Die verbrauchen Energie, dann werde ich auch mal bald wieder in der Hölle vorbeischauen, wie weit der Lavasee ist, ist ja irgendwann Ende. Puffer habe ich ja dann zwischendurch noch, falls das mal im Lavasee ausfallen sollte oder so, habe ich ja Puffer. So. Dann, jetzt habe ich 10, 15, sind 25, dann können wir hier auch sagen, machen wir mal 15 als Output. Hier kommt rein und hier darf raus. Und jetzt macht er Energie. Ja, jetzt produziert er. Bis dann nichts mehr von da ist. Produzierst du? Du bist auch ein Produzieren, das ist super. Hier können wir auch mit befüllen mit ME und sagen dann, oh, mach mal so viele Samen rein, wie du lustig hast. Und pump hier nur Mulch raus. Aber momentan brauche ich es noch nicht, da brauche ich auch wieder den exakten, diesen kompletten Müll dafür. Ja, jetzt läuft das auch. Bis der läuft bis 512, jetzt Ende Gelände.
Dann wären die Koksöfen, brauche ich auch noch Kabel, da brauche ich ja mehr Energie. Das ist alles extrem schwierig so zu machen. Ist materialaufwendig auf jeden Fall. So, jetzt wollte ich was, damit wir da vorne weiterkommen. Müssen wir jetzt... Oh, ist das ein Manager? Ich habe null Ahnung. Kommt auf jeden Fall von Steve Katz. Okay, ja. Suchen wir mal. Hier ist es nicht. Ja, auch nicht. Muss immer zu Steve Katz kommen vielleicht. Kommen wir hier, kommen wir, glaube ich, der Sache näher. Ja, aber nicht mehr. Hier geht schon wieder weiter weg. Blub, 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 blub. Ja, wo ist es denn? Ach so, die Schmetterlinge. Ich habe keine Ahnung. Anscheinend funktionieren sie nicht bei mir. Oder ich finde sie einfach nicht. Also wenn wir mal wissen, warum wir das finden, gerne in die Kommentare reinklatschen. Was ist das denn jetzt? Zerstoßenes Eis, genau. Ach, okay, wo ist denn Steve Gas? Strukturpipes, okay. Und wie ging das? Ach nee, nicht im Sampli Table, oder? Ja, anscheinend doch. Mist. Naja. Können wir ja später machen. Da denn für eine Glitz auch so dieses Kummel, dieser komische Stein, ist das okay? Ich wollte jetzt mal eben schauen. Wo sind Steve Cards hier? Da. Jetzt bauen wir noch die passende Maschine, aber ich glaube, da sind wir auch in der falschen Abteilung. Aber ich weiß auch noch nicht mal, wie der heißt. Mods. Jetzt gehen wir mal hier gucken. Steve Guards. Warte mal, den Liquid Manager brauchen wir vielleicht noch. Den werde ich aber später ausprobieren. Und das brauchen wir. Da brauchen wir diese Simple APC. Ist okay. Gold, Redstone und Eisen. Redstone. Dann nehmen wir noch ein halbes Stack mit. Eisen und Gold. Gold. Stahl, Eisen. Habe ich gerade nichts anderes. Wo ist denn Eisen? Da. Da, ja. Dann holen wir nach Eisen. Eisen. Und der Rest ist alles da hinten. Da in dieser komischen, wunderbaren Kiste. Welche brauchen wir denn dafür? Nein, falscher. Falscher Alarm. Da, das brauchen wir. Da brauchen wir noch einen normalen Stein. Habe ich jetzt gar nicht drin. Das könnten wir vorne craften. Brauche ich da noch was Besonderes bei? Ne, Redstone. Gut. Gut. Ich brauche noch zwei Emeralds. Ich brauche noch Glas einmal. Da wird er gleich sehen, was ich damit vorhab. Genau, die Smart Pipes, danke. Jetzt war das, glaube ich, so. Komm mal eben raus. Eisen. Und Gold. Da brauchen wir 4 Stück nur von. Dann müssen wir es mit dem Material nicht übertreiben. Simple Piece Piece. Einen Stein brauche ich noch. Nur am Gehen gerade und will euch das auch nicht antun. Ich werde nämlich gleich auch die, das glaube ich, die vorletzte Folge erstmal für mich, werde ich glaube ich so wieder machen. Da Stein, aber ich brauche noch mehr Stein. Kein Stein. Da Stein. Komm, machen wir das jetzt nämlich fertig. So, die PCBs und das in der Mitte. Dann kann nämlich Stein weg. Der Mulch klatsche ich da jetzt noch rein. Kommt das nämlich auch weg. Dann brauche ich eine Diamantkiste. Wäre gar nicht schlecht als Option. Boah, 724 noch, meine Güte. Wie schnell verbrauchst du das denn hier? Beziehungsweise, wo frisst du die ganze Energie hin? Reinkommt was. Beziehungsweise, der füllt den Tank auf und pumpt das dann, wenn er voll ist, in den Tank rein. Okay. Na gut, wenn keine Energie mehr ist, da ist keine Energie mehr da. Das brauchen wir. Was hatte ich jetzt gesagt? Ach, okay, jetzt habe ich das voll vergessen. Das brauchen wir, das brauchen wir. Ich brauche gleich noch den Minium Stone. Und die Diamantkiste, aber genau. Diamant, das. Jetzt brauche ich irgendwie Holz. Habe ich da im Inventar, genau. Aber Holz.
Eisenkiste. Mal eine Goldkiste. Und eine Dia-Kiste. Und schon. Ah, nee. Hat Glas mehr gekostet als Diamanten. Da war ja was. So, was richtig. Die brauchen wir. Und dann brauchen wir jetzt den Minions-Donner einmal. Dann muss ich hier ein paar Enderperlen herstellen. Zwei Stück sollten, glaube ich, reichen. Ich komme momentan nicht auf die passenden 10 Folgen. Da ist es immer mehr, was ich reinmache. So, und genau, mach die auch nochmal fertig. Beziehungsweise mach die erstmal fertig. Klatsch das mal hier rein. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich werde jetzt noch zwei pulsierende Gatter bauen. Der Grund ist, ich werde mit dem System. Seht ihr gleich, ich zeige euch das gleich, ist einfacher. Ich mache jetzt erstmal eben die zwei pulsierenden Gatter fertig und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer FletcherLP und tschüssen.